Guten Morgen alle zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Bits und Bäume Konferenz 2022. Ich freue mich, heute in den nächsten paar Stunden mit Ihnen hier ein paar spannende Themen zu entdecken und weiter einzutauchen. Und ich muss auch sagen, nach 2 Jahren Begrenzungen durch die Pandemie ist es auch endlich Zeit, dass wir hier gemeinsam ein paar Ideen austauschen, wie eine nachhaltige Zukunft aussehen könnte. Aber dann stellt sich ja auch die Frage, was verstehen wir unter nachhaltige Zukunft? Und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung oder welche Rolle sollte die Digitalisierung dabei spielen? Dieses Thema werden wir nun ein bisschen näher nachgehen, denke ich mal. Und die Fragen von, inwieweit ist Digitalisierung ein Mittel zum Zweck für soziale, ökologische Ziele oder hat faire Wissen, Transfer durch die digitale Welt als ein Gut, ein Wert in sich selbst und sollte dementsprechend auch so betrachtet werden und so für die nachhaltige Entwicklung funktionieren. Ich freue mich deswegen sehr, dass Sie heute eingereist sind. Aus der Fachhochschule Bern haben wir heute mit uns Professor Dr. Matthias Stürmer. Der hat eine lange Liste von spannenden Aufträgen. Unter anderem ist er Leiter. Oh, ganz viele Sachen. Leiter des Instituts Public Sector Transformation, Leiter der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit an der Universität Bern. Außerdem hat er Erfahrung gemacht als Geschäftsführer der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, die 2009 gegründet wurde in der Schweiz. Der ist auch Präsident von des Open Source Fördervereins CH Open, richtig? Und ich freue mich sehr, mehr zu erfahren über Ihr Thema heute und herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Danach werden wir hoffentlich ein paar Fragen entgegennehmen und darüber hinaus muss ich auch informieren, falls Sie Lust haben, hier mitzuwirken. Die nächsten Tage melden Sie sich später bei mir. Herzlich willkommen und danke, dass Sie heute da sind. Die Bühne gehört Ihnen. Eins, zwei, jetzt ist gut. Hm? Super, ja, es freut mich sehr, hier sein zu dürfen an dieser Bits und Bäume Konferenz. Wir haben in der Schweiz schon viel von euch, von Ihnen gehört. Das ist natürlich toll, dass wir jetzt da auch selber präsent sein dürfen. Es sind noch zwei Kolleginnen und ein Kollege von mir, von der Berner Fachhochschule da. Die werden auch Beiträge leisten und selber darf ich jetzt eben auch da hier reden. Das ist eine große Ehre. Weil nämlich das Thema Bits und Bäume passt wirklich perfekt zu dem, was mich schon länger rumtreibt. Als Informatik, Wirtschaftsinformatiker habe ich mich vor über 20 Jahren in diese Richtung begeben, Informatik, aber eigentlich immer auch schon mit einem Thema, mit der Nachhaltigkeit mich befasst. War selber irgendwie als Student noch eine NGO für die Millenniumsentwicklungsziele und jetzt natürlich auch für die SDGs unterwegs. Unterrichte selber im Institut für Informatik die Nachhaltigkeitsthemen für die InformatikerInnen und deshalb denke ich, passt das eigentlich super, jetzt auch an dieser Konferenz hier in Berlin das Thema mal von dieser Seite anschauen zu dürfen. Ja, Sie finden meine Folien publiziert, auch auf Twitter, mit ganz vielen Bits und Bytes und farbigen Pixels. Genau. Ja, ich kann in dieser Zeit, die ich da heute habe, möchte ich Ihnen einfach mal ganz kurz den Abriss geben, um was geht es, eben diese Differenzierung zu überlegen, von was reden wir überhaupt, weil ich denke, es ist immer wichtig, Nachhaltigkeit und auch Digitalisierung sind so breit verstandene und breit verwendete Begriffe, dass es ab und zu Sinn macht, sich auch über die Bedeutung und über ihre Funktion sich Gedanken zu machen. Und deshalb eben dieses Wortspiel, das jetzt ein bisschen lustig tönt, nachhaltige Digitalisierung, digitale Nachhaltigkeit, das ich Ihnen jetzt eben mit Inhalt füllen möchte. Und dann am Schluss noch ein paar ganz konkrete politische Einblicke in die Schweiz, weil das fand ich auch sehr spannend. Die Konferenz hat ja selber auch ein Manifest, und wo gesagt wird, eben, was will man jetzt eben nicht nur einfach deskriptiv sagen, was läuft in der Welt, sondern wirklich auch normativ gewisse Dinge postulieren. Und da sehe ich mich auch als ja, gewissermaßen Aktivist in dieser digitalen Welt. Nachhaltige
Digitalisierung und was ist der Unterschied? Auch digitale Nachhaltigkeit, Sie können das gerne nachlesen. Einerseits mal auf Wikipedia, wo wir den Begriff digitale Nachhaltigkeit schon vor zig Jahren mal publiziert haben. Kollegen aus der Schweiz oder auch aus Deutschland und ich haben das mal geschrieben. Es war noch spannend, gerade Wikipedia ist da sehr streng. Am Anfang wurde der Artikel abgelehnt, ein Löschantrag wurde gestellt, weil der Begriff eigentlich noch nicht bekannt war 2009 und deshalb musste man zuerst mal begründen, warum schreibt man einen Begriff da in Wikipedia rein. Unterdessen kann man sagen, es ist doch langsam etabliert. In der Schweiz gab es letztes Jahr eine kleine Publikation für digitalen Gesellschaft. Kleines Büchlein, nachhaltige Digitalisierung und digitale Nachhaltigkeit. Und man dreht das kleine Büchlein und das sieht von beiden Seiten, macht das irgendwie Sinn. Und das finde ich eigentlich sehr schönes Anschauungsbeispiel, weil mit diesem Büchlein zeigt es auch, es gibt eben wirklich diese zwei Seiten der Münze und je nachdem, wie man es betrachtet, macht beides irgendwie Sinn. Und ich durfte noch im Vorfeld der Konferenz einen Beitrag auf Heise schreiben, der ist auch publiziert worden gestern und von dem her können Sie sich da noch ein bisschen genauer informieren, auch mit vielen Links und Beispielen habe ich versucht, so den aktuellen Stand unseres Erkenntnisstandes einzubringen. Ja, jetzt diese zwei Seiten der Münze, hier mal ganz simpel aufgezeigt, sehen Sie, um was geht es? Eben die Idee der nachhaltigen Digitalisierung geht es darum, eben die Digitalisierung als Tool, als Mittel zum Zweck zu nutzen, das eben sehr viel Sinn macht, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Eben Videoconferencing kennen wir jetzt alle bestens, aber es gibt nicht ganz viele weitere Anwendungsfälle. Wie kann die Digitalisierung zu mehr nachhaltiger Entwicklung im ökologischen, sozialen und allenfalls auch wirtschaftlichen Sinn beitragen? Aber es geht eben auch darum, und das sehen wir jetzt gleich, dass die negativen Konsequenzen der Digitalisierung, also der ganze Ressourcenverbrauch, Stromverbrauch, die ganze Herstellung von Hardware und so weiter, die Entsorgung von Hardware, dass das durch riesige Probleme gibt, immer mehr wächst und deshalb eigentlich entscheidend ist, dass man auch hier innerhalb der Informatik, innerhalb der ICT sich Gedanken macht, wie kann dieser Zustand verbessert werden. Dem gegenübergestellt die Idee der digitalen Nachhaltigkeit, digitales Wissen, wir werden das gleich sehen, was heißt digitales Wissen, warum überhaupt ist das eine schützenswerte Ressource, dass das eben selber auch ein Gegenstand der nachhaltigen Entwicklung sein sollte, das ist noch relativ neuartig. Aber ich denke, alle, die hier sind, die kennen sich natürlich bestens aus mit diesen Open-Themen, sei es jetzt Open Source, Open Data, Open Content, da muss ich nichts erklären. Hier wiederum auch die positive Seite, das Potenzial nutzen ist eine wichtige Message. Wie kann die Digitalisierung noch mehr zum gesellschaftlichen Nutzen beitragen und wie können die negativen Konsequenzen, die eben aus dieser Cloud und Co. entstehen, wie kann da Dinge wie eben digitale Souveränität mittels Open Source besser erreicht werden? Schauen wir uns zuerst mal die eine Seite der Münze an, obwohl das nicht der Schwerpunkt ist, denke ich, ist doch sehr wichtig, auch mir einfach zu betonen, es geht mir nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Einfach hier nachhaltige Digitalisierung, das ist das, was sicher auch jetzt in den verschiedenen Berichten, die es gibt, schon oftmals thematisiert wurde. Einfach ein paar positive Beispiele. Wir sind im Kontakt mit der UNEP, dem UNO-Entwicklungsprogramm, und die haben beispielsweise Tools entwickelt, um die Luftqualität zu messen, wo man live von der ganzen Welt so Plattformen, IQ Air, schauen kann, wo ist welche Luftqualität vorhanden. Das zeigt, Digitalisierung kann genutzt werden, um mittels Daten mehr Awareness zu schaffen. Und da denke ich, das ist eines der Hauptvorteile der ganzen Digitalisierung, dass man eben Zahlen sichtbar machen kann, visualisieren kann und so die Leute zum Handeln bewegen kann. Zweites Beispiel, about playing for the planet. Ein Beispiel, kann man jetzt darüber streiten, wie effizient und effektiv das Ganze sein kann, aber trotzdem eben als gutes Beispiel, da hat die UNEP geschaut, wie könnte man gerade mit spielerischen Verhalten, also quasi auf verhaltensökonomischer Ebene, die Leute dazu erreichen, sich mehr über die Nachhaltigkeit, mehr über diese Auswirkungen des Footprints der Digitalisierung Gedanken zu machen und eben sich auch entsprechend zu engagieren. Auch hier gibt es wiederum gute Beispiele.
Und so kennen Sie wahrscheinlich noch viele. Grundsätzlich denke ich, es ist wichtig, mal sich zu Gedanken zu machen, ja, was nützt oder was schadet die Digitalisierung im Planeten. Da hat Tilman Santarius und weitere Autoren haben publiziert vor 2 Jahren mal ein Grundlagendokument, wo es darum geht, ja, zu schauen, ja, welche Effekte haben wir überhaupt, die sich positiv oder eben auch negativ auf die Umwelt auswirken der Digitalisierung. Und dass eben beispielsweise Effekt 1 und 3, eben die Produktion von ICT, führt zu mehr Wirtschaftswachstum. Das sind eigentlich negative Effekte auf die Umwelt. Und andererseits Punkt 2 und 4, verbesserte Energieeffizienz und eben auch bessere sektorelle Veränderungen, die führen wiederum zu mehr Nachhaltigkeit. Leider, Fazit der Autoren ist, dass sie entsprechend eher der Meinung sind, dass es insgesamt eine Nettoerhöhung des Ressourcenverbrauchs gibt und deshalb, mal ganz so plakativ gesagt, die Digitalisierung der Umwelt eher schadet als nützt. Sieht man sich solche Grafiken an, die von den Daten von Anders Andrae und Thomas Edler stammen, 2015. Schon damals haben diese Autoren gesagt, ja, es wird ein Riesenwachstum geben an Energiebedarf. Und das ist, denke ich, heute schon fast ein No-Brainer, wenn wir schauen, wie wir uns verhalten, wie wir Hardware konsumieren, wie wir die digitale Welt brauchen, eben auch mit der Covid-Krise. Da ist es nicht erstaunlich, dass der Ressourcenbedarf wächst. Interessant, schaut man diese Farben an. Die Data Centers, die wachsen sicher ganz klar. Diese ganze Cloud hat einen klaren Footprint und eben auch natürlich die ganzen Netzwerke, die betrieben werden müssen. Die einzelnen Geräte, die Consumer Devices, die eher nehmen vom Energieverbrauch ab. Dort ist der Schaden eigentlich schon angerichtet, sobald das Gerät hergestellt ist. Und dann passiert gar nicht mehr so viel Energieverbrauch. Frederik Bordage hat in Berichten 2019 mal versucht, diesen Footprint auszurechnen, der die Digitalisierung verursacht. Eben rund 4% der Greenhouse Gas Emissions stammen von der Digitalisierung oder eben über 5% der elektrischen Energie wird konsumiert weltweit wegen der ICT, also substanziell. Und eben vor allem, wenn man überlegt, wie das noch wächst und in allen Bereichen sonst soll das eigentlich ja sinken, ist das wirklich ein Problem. Hier wieder dieser Bericht eben von der UNEP, von dieser Coalition for Digital Environmental Sustainability Codes. Sie haben dieses Jahr einen ausführlichen Bericht publiziert, wo wir selber auch mitgewirkt haben und gesagt haben, eben wie sollte man aktiv werden, verschiedene Überlegungen angestellt, eben was kann erreicht werden, um diese Digitalisierung mehr zum Nutzen der Umwelt und des Planeten herzuleiten. Das kann ich sehr empfehlen. Die haben auch schöne Beispiele, eben unter anderem, die ich da kurz angezeigt habe. Und gerade gestern, vielleicht waren einige von Ihnen dabei, der Bericht Digital Reset, der jetzt im Nachbarraum präsentiert wird, auch von den Organisatoren dieser Konferenz vorgestellt, zeigt auch nochmal an, wo könnte noch mehr jetzt eben diese Digitalisierung genutzt werden, um der Nachhaltigkeit zu dienen. Das so im Schnellzugtempo. Die nachhaltige Digitalisierung, wo ich denke, eben schon sehr viel geschrieben, publiziert, nachgedacht wird, weil eben letztlich ja, sind wir alle irgendwo physisch auf dieser Erde verankert und es macht durchaus Sinn, sich Gedanken zu machen, dass wir da hier eine gute und faire Umgebung haben. Wichtig in diesem Zusammenhang eben aber auch zu überlegen, ja, was heißt es jetzt für die Digitalisierung selber? Ist sie da eben auch, hat die auch Elemente, die durchaus als schützenswert betrachtet werden können? Und dazu eben diese Triple Bottom Line, die kennen Sie, die ganze ökologisch-soziale und ökonomische Perspektive. Das ist diese bekannte Triple Bottom Line. Da sagen wir ja, eigentlich bräuchte es noch eine weitere Säule, eine weitere Perspektive, eine weitere Dimension, die sagt, ja, es geht eben auch um das Wissen. In der heutigen Gesellschaft ist das, insbesondere das digitale Wissen sehr zentral. Jetzt kann man sagen, ja, das Wissen, da haben wir eigentlich nicht so ein Problem. Das kann man mit null Grenzkosten vervielfältigen. Ich kann irgendeinen Bericht schreiben und kann den einfach veröffentlichen und alle können den lesen. Wir können Daten transferieren, machen wir ja schon die ganze Zeit, eigentlich kein Problem. Wo liegt da überhaupt die Herausforderung? Hier ein Blick zurück in die ganz klassische ökonomische Betrachtung der Güterklassifikation, Topology of the Goods. Und hier kann man einfach mal ganz grundsätzlich sagen, ja, bei der Rivalität, also wie man Güter nutzt,
Da haben wir tatsächlich kein Problem, weil in der digitalen Welt haben wir eben eine beliebige Vervielfältigung. Hingegen bei der Ausschließbarkeit, eben wie können wir Menschen den Zugang steuern, da haben wir entsprechend natürlich klare Herausforderungen. Und da kann man sagen, ja, bei den rivalisierenden Gütern gibt es die physische Welt oder eben die nicht rivalisierenden Güter, das sind eben unter anderem die digitalen Güter. Da ist es eben entsprechend der Vorteil, wenn wir uns in der Digitalisierung bewegen. Hingegen, wenn wir eben Dinge ausschließbar machen, dann haben wir Probleme. Sie kennen wahrscheinlich, was jetzt in diese Boxen kommt. Das sind die privaten Güter, die eben rivalisierend sind und ausschließbar. Ein Apfel kann ich einmal essen, dann ist er weg. Dann gibt es die Allmende-Güter, die entsprechend klassischerweise eben allen zur Verfügung stehen. Da haben wir das klassische Problem der Tragödie der Allmende, eben dass die Güter, die allen zur Verfügung stehen, übernutzt werden und entsprechend mehr Umweltschäden entstehen oder Verkehrsstaus und so weiter. Jetzt, das haben wir alles nicht, dieses Problem der rivalisierenden virtuellen Güter. Aber wenn wir überlegen, ja, was gibt es für Clubgüter, da gibt es natürlich schon wiederum entsprechend Probleme, weil da können wir ganze Bevölkerungsklassen ausschließen. Und eigentlich erst, wenn ein Gut ein öffentliches Gut ist, erst dann ist es wirklich für den gesellschaftlichen größtmöglichen Nutzen verfügbar. Relativ simpel, oder? Und da kann man jetzt beliebige Dinge einfüllen, überlegen, ja, was sind Clubgüter in der digitalen Welt? Sie kennen sie, das sind Netflix oder irgendwelche proprietäre Software, sind Closed Access Publikationen in Journals, es sind irgendwelche eben Dinge, wo das geistige Eigentum letztlich eingeschränkt ist und eben uns davor abhält, das frei zu teilen, frei weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite, wenn Dinge frei auf dem Internet verfügbar sind, Open Data, Open Source, dann sind es öffentliche Güter, dann kann der gesellschaftliche Nutzen höchstmöglich stattfinden. Das mal so als relativ simple Überlegung. Und jetzt haben wir uns überlegt, eben an der Uni Bern und in Bern, eben, was könnten jetzt so ganz konkrete Voraussetzungen sein, dass wir von digital nachhaltigen Wissensgütern sprechen können. Und da haben wir vor einigen Jahren einen Vorschlag entwickelt, bewusst publiziert in einem Nachhaltigkeitsjournal, um diese Diskussion auch in der Nachhaltigkeits-Community zu bringen, außerhalb der Open-Source-Bubble oder Open-Data-Bubble oder sonstigen Informatik-Forschenden, Informationssystemen, sondern wir haben es wirklich im Sustainability Science Journal publiziert und da mal ganz kurz zusammengefasst, es gibt digitale Güter, Texte, Bilder, Daten, Software, künstliche Intelligenz, Machine Learning Models, dann gibt es ein Ökosystem, das typischerweise die Güter kreiert, weil die wachsen eben nicht so wie die Bäume quasi einfach im Wald, sondern die müssen irgendwie geschaffen werden, das sind künstliche Güter und die werden auch genutzt von Akteuren in diesem Ökosystem und dann eben last but not least, das Ganze sollte noch einen positiven Effekt eben auf die physische Welt haben. Das mal so in einem Bild unser Modell der digitalen Nachhaltigkeit und die Voraussetzungen, die es braucht, damit man von digitaler Nachhaltigkeit sprechen kann. Schauen wir uns die Punkte kurz mal an. Eben erster Punkt, ein digitales Gut, eben ein Stück Software, Daten müssen gut sein. Ganz simpel, ein bisschen haben wir es uns auch einfach gemacht, gebe ich zu. Aber eben die Qualität ist ein wichtiger Faktor, weil eben nur wenn man ein Credible Promise, kommt aus der Open Source Welt, wenn nur das substanziell schon mal da ist, lohnt es sich auch, das weiterzuentwickeln und deshalb auch einen Nutzen zu stiften. Hier als sehr praktisches Beispiel OpenStreetMap. Die Plattform wurde 2004 von diesem Steve Coast in UK gegründet. Wenn Sie sich zurückerinnern, 2004 gab es noch keine Smartphones. Der ist also wirklich mit seinem GPS-Gerät in den Straßen rumgelaufen, hat das markiert. Als ich das zuerst mal 2006 gehört hatte oder so, habe ich gedacht, das kann unmöglich funktionieren, weil wer kann schon die Qualität von irgendwelchen Landestopografien, wie es in der Schweiz heißt, oder von Googles und Microsofts und Apples besser sein als ein Crowdsource-Community? Keine Chance. Und nichtsdestotrotz, zum Glück hatte ich Unrecht, das funktioniert enorm gut. Das ganze Ding hat sich extrem
vergrößert in den letzten bald 20 Jahren. Sie sehen es hier, die aktuellen Zahlen. Fast 10 Millionen Menschen tragen bei zu OpenStreetMap. Es gibt x Milliarden GPS-Points. Jedes Mal steigen die Zahlen, auch die Anzahl Benutzer wächst. Und von dem her kann man davon ausgehen, dass die Qualität, auch die Daten besser und präziser und vollständiger werden. Das Ganze hat auch einen ökonomischen Nutzen. Viele Hersteller von Apps nutzen diese Daten von OpenStreetMap, weil sie eben komplett frei verfügbar sind. Es gibt unzählige Mobile-Apps, die diese OpenStreetMap-Daten nutzen. Sie sehen es auch in den Forschungen und überall gibt es da x Initiativen. Jetzt die Frage eben zur Qualität. Wie genau sind die Daten und wie vollständig sind diese OpenStreetMap-Zeichnungen? Das wurde auch schon erforscht, schon fast 10 Jahren her wurde geschaut, an Beispielen, wo es beispielsweise so Referenzgebäude gab. Sie sehen es hier eingezeichnet, die dunklen roten Markierungen, das sind die Zeichnungen, die es schon gab. Und dann wird geschaut, wo wird OpenStreetMap tatsächlich auch schon reingeschrieben. Und das hat entsprechend sehr gut schon damals gepasst. Und jetzt, eben 10 Jahre später, kann man davon ausgehen, dass sie eher vollständiger sind als weniger. Was sind die Vorteile? Eben relativ simpel, wenn Sie bei einer so Vergleichskarte mal schauen, eben hier das Gebäude der TU Berlin, wo entsprechend auf OpenStreetMap sehr detailliert alles eingezeichnet ist. Diese Daten können Sie uneingeschränkt anzeigen, einbetten in Websites oder eben auch die Rohdaten nutzen. Auf der anderen Seite, bei Google Maps wurde unterdessen so ein API-Developer-Key vorausgesetzt, dass man die überhaupt anzeigen darf und sonst kommt eine Warnung. Also das ist so ein schönes Beispiel, wieso eben gerade Open Data, Open Crowdsource Data hier sehr viel Sinn macht und eben auch die Qualität stimmt. Und das sieht man hier an der hohen Präzision der ganzen eingezeichneten Geoinformationen. Zweiter Punkt der digitalen Nachhaltigkeit, diese transparenten Strukturen, also die technische Transparenz, die ist entscheidend, dass man reinblicken kann, wie ist die Software aufgebaut, wie ist der Datenstandard spezifiziert, das ist entscheidend. In der Schweiz tun wir gerne abstimmen und wählen, da gibt es alle paar Monate so eine Abstimmung. E-Voting ist deshalb schon lange ein Thema auf der digitalpolitischen Agenda, wurde auch forciert vor einigen Jahren eben sogar ein Open-Source-Projekt gestartet vom Staat, also von der Kanton Genf. Leider wurde das aufgrund des klassischen Collective-Action-Problems, dass viele Leute möchten etwas, aber es gibt keinen zentralen Akteur, dass das organisiert, wurde wieder eingestellt. Dann haben die Post hat gedacht, 2019 haben wir nationale Wahlen, wir wollen so ein Bug-Bounty machen, haben damals erst den Code veröffentlicht, die Transparenz geschaffen und haben dann festgestellt, es gibt tatsächlich gravierende Fehler, Sicherheitslücken in dieser E-Voting-Lösung und deshalb wurde damals 2019 beschlossen, es wird nicht E-Voting betrieben für die nationalen Wahlen. Ziemlicher Skandal für das Ganze. Jetzt geht es noch mal in die neue Runde. Unterdessen haben Sie gelernt, eben diese technische Transparenz nützt. Es wurde gerade diese Woche verkündet, dass die Hacker dieses E-Voting-System der Post nicht knacken konnten. 60.000 haben es Angriffe gemacht. Irgendwie, also 60.000 Angriffe gab es von 3.500 ethischen Hackers. Also man hat jetzt ganz bewusst diese Transparenz, diese technische Offenlegung des Codes als Überzeugungsmittel verwendet, weil es eben das eben Vertrauen schafft. Logisch, es kann nicht jede Bürgerin und Bürger das genau anschauen, was jetzt da programmiert wurde und verstehen. Aber wenn jetzt diese Hackers und diese Profis das sagen und dies nicht schaffen, dann kann man davon ausgehen, dass doch eine hohe Sicherheit besteht. Und das eben ist auch ein wichtiges Qualitäts- und eben Eignungsmerkmal der digitalen Nachhaltigkeit, dass man eben reinschauen kann, komplette Offenheit der technischen Architektur vorhanden ist. Weiteres Element ist die ganze Verknüpfung der Daten. Verknüpfung, dass eben Daten nicht einfach wie ein Berg unnütz herumliegen und so in diesen klassischen Silos nicht einmal verknüpft sind und eben auch nicht syntaktisch verknüpft sind, aber auch nicht semantisch verknüpft sind. Warum braucht es das?
Daten können wir heute nicht mehr von Augen lesen, sondern da ist es das Wichtige, dass man ja möglichst maschinell das Ding lesbar machen kann. Hier helfen Konzepte wie beispielsweise Linked Data. Wenn Sie sich mit Open Data, Open Government Data befasst haben, sind Sie wahrscheinlich auf dieses Five-Star-Model von Tim Berners-Lee gestoßen, weil das hat er schon vor einigen Jahren mal eine TED-Konferenz aus dem Ärmel geschüttelt. Also man kriegt Sterne, je besser strukturiert, je besser verlinkt die Daten sind. Einen Stern, wenn sie einfach mal offengelegt sind, make your stuff available on the web, hat er gesagt. Einfach mal offenlegen, das kann auch nicht ein PDF sein. Dann 2 Sterne kriegt man, wenn man einigermaßen strukturierte Daten hat, in einem Excel-Format beispielsweise. 3 Sterne gibt es, wenn es ein offener Standard ist, wie CSV, Comma Separated Values. Und das ist wahrscheinlich so das, was meistens bei Open Government Data so das höchste der Gefühle ist, dass die Daten einfach so verfügbar sind. Viel besser wäre es aber, wenn die Daten eben verknüpft sind über sogenannte Linked Data Formate, das ist Resource Description Framework, RDF, können Sie auch auf Wikipedia nachlesen, wächst immer mehr, ist ein sehr spannender Standard, der eben die Grundlage legt, dass auf verschiedenen Servern, auf verschiedenen Systemen gespeicherte Daten miteinander verknüpft sind und dass man dann als eine Fragestellung, eine Query machen kann, der auf verschiedenste Datenpools zugreift. Das ist natürlich, dann wird es eben spannend. Es gibt auch diese Linked Open Data Cloud, wo mal Forschende geschaut haben, wie ist die gewachsen von 2007, wo es erst 12 solche Knoten im Netz gab, erst 12 Datenbanken, sagt man so, gibt es jetzt über 1000 diese dezentral verknüpften, verlinkten Daten. Sehr schönes Beispiel kann ich empfehlen, Wikidata. Wikidata ist unterdessen eben neben Wikipedia eines der großen Projekte der Wikimedia Foundation. Schon fast 100 Millionen Datenpunkte haben die erfasst. Die sind so in lustigen Formaten wie Q1, eben das Universum, oder Q2, die Erde, oder Berlin Q64, oder Bern Q70, also wir sind knapp hinter Berlin, unsere kleine Stadt. Und von dem her, da sehen Sie, haben wir eben nicht nur einfach Texte, sondern das sind semantisch verknüpfte Daten. Ich habe mal geschaut, Bits und Bäume 2018 gibt es auch schon, ist auch schon als Datenpunkt erfasst. 2022 müsste man, 2019 gab es ja auch schon, und 2022 müsste man dann noch in die Wikidata reinfügen. Und das Coole ist eben, das kann jeder selber machen. Das ist wirklich sehr transparent und das kann man dann verknüpfen, die Daten mit anderen Daten aus anderen Datenbanken. Und das ist ja, aus Informationssicht sicher eine sinnvolle Sache. Dann die physische Perspektive, auch die ist entscheidend für die digitale Nachhaltigkeit. Ganz simpel, oder? Wenn Sie Ihre Daten auf einem USB-Stick haben, der verloren geht, sind die weg. Wirklich ein für alle Mal weg, wenn Sie eben kein Backup haben. Oder eben noch etwas weiter gedacht, Systeme müssen redundant verfügbar sein, möglichst mehrfach gespeichert. Negativbeispiel, eben wenn es mal irgendwo brennt. Diese Cloud hat ja sehr physische Eigenschaften. Als da vor einem Jahr von der OVH ein ganzes Rechenzentrum abgefackelt ist, waren die Daten auch einfach weg. Und das ist entsprechend wichtig, dass sie irgendwo physisch halt dann auch verfügbar sind. Jetzt in unserem Paper haben wir noch über Bitcoin und Blockchain geschwärmt. Unterdessen schäme ich mich ein bisschen über diese Überlegungen, weil natürlich 2016 war das Ganze noch nicht, das Ausmaß der ganzen Krypto-Geschichte noch nicht so schlimm. Unterdessen gibt es bessere Dinge, eben wie das IPFS, das Interplanetary File System, wo man beispielsweise Daten ähnlich eben wie bei der Blockchain dezentral verteilt speichern kann, aber eben nicht unbedingt mit dieser Proof of Work sehr viel Energie verschleudert. Das einfach mal so diese 4 Kriterien für das digitale Gut, das digitale Artefakt. Dann gibt es weitere Punkte, die sehr wichtig sind für die digitale Nachhaltigkeit, ist die rechtliche Form. Eben gibt es eine Open License, die dem standhält, die erlaubt, dass man Daten weiter nutzen kann, auch kommerziell, dass man Software frei kopieren kann. Die Frage dann ist noch mit oder ohne Copyleft, aber lassen wir das mal beiseite. Sie kennen wahrscheinlich diese verschiedenen Open-Source-Lizenzen. Das macht sehr viel Sinn, wenn Sie Software haben als Gegenstand.
wenn Sie Bilder, Texte haben, sind typischerweise diese Creative Commons Lizenzen entscheidend sind. Auch hier wiederum verschiedene Levels, die Sie definieren können. Nicht alles ist open oder nicht alles gilt als in dem Sinn Open License, eben wenn Sie sagen No Derivatives oder Non-Commercial, das ist nicht open. Erst ab hier, erst wenn Sie sagen, man darf eben die Dinge kommerziell nutzen und man muss einfach das Copyright angeben, dann passt das. Das Ökosystem braucht aber auch das Wissen, nicht nur materiell gespeichert, sondern eben auch in den Köpfen ist entscheidend, dass wir dort diese Wissensabhängigkeit, die es oftmals gibt, reduzieren können oder überwinden können. Hier lehnen wir uns an die Überlegung aus dem Wissensmanagement. Es gibt explizites Wissen, das wir eben auf Datenträgern, in Büchern oder sonst irgendwie Dokumenten speichern können. Aber sehr vieles des Wissens eben gilt als tacit knowledge, also ein Wissen, das in unseren Köpfen steckt, die ganze Erfahrung, die Intuition, das Wissen, wie man Dinge löst, bis hin eben zu Emotionen, Ideen, Kreativität, das alles nennt man tacit knowledge und das nützt einem nichts, wenn das auf einem Datenträger ein Riesenstück Code ist. Wenn ich nicht weiß, wie der entstanden ist oder wie der zusammenhängt, dann habe ich Wochen und Monate, bis ich mich da eingearbeitet habe. Wichtig ist eben, digitale Güter entwickeln sich ständig weiter, sie müssen angepasst werden, eben auch wenn sie sich nicht aufbrauchen, muss Software gewartet werden. Hier ganz klassisches Beispiel, eben Open Source Software, ein Linux Kernel, ist unterdessen eines der größten weltweiten Softwareprojekte, die es überhaupt gibt, von Tausenden von Menschen weiterentwickelt in den letzten 30 Jahren. Und das funktioniert, weil man eben über solche qualitätssichernden Prozesse Software als Community weiterentwickeln kann. Dann die Frage ist, wie sind diese Communities organisiert? Was gibt es da für Machtstrukturen? Hat einfach jede und jeder eine Stimme? Hier ist es typischerweise so, dass diese Communities, eben, sei Wikipedia oder bei Open Source, sind die nach Meritokratie-Prinzip organisiert. Also man beginnt ganz unten an der Treppe und je mehr man beigetragen hat, je mehr man geleistet hat, umso mehr kann man auch mitbestimmen. Und das hat sich da als relativ gutes Mechanismus etabliert. Die Frage ist jetzt, die da oben, sind das einfach die Diktatoren, die da alles entscheiden können? Nein, auch da gibt es eben gerade in der digitalen Welt sogenannte Governance-Mechanismen, das Forking, also man kann digitale Inhalte, die man hat und die dann eben nicht mehr in dem Sinne der Community weiterentwickelt werden, auch abspalten. Die Community können sich aufteilen. Das ist dann eben ein sogenannter Fork, so wie das bei OpenOffice und das jetzt hier unterdessen mit LibreOffice weiterentwickelt wird, der Fall ist. Ja, und last but not least, auch das liebe Geld ist entscheidend, eben weil es braucht immer irgendwelche Server, die laufen, es braucht Infrastruktur, es braucht Menschen, die bezahlt sind und die leben möchten bei einer größeren Organisation. Die Frage, woher kommt dieses Geld? Ist das einfach sehr zentral von einer Firma, von einem Staat, von einem Philanthrop gespendet oder ist es sehr diversifiziert? Und hier natürlich ist man weniger abhängig, weniger Problem, wenn man es aus unterschiedlichen Quellen hat. Ein Beispiel im Wikimedia, wenn Sie die Finanzberichte anschauen von Wikimedia, sieht man, dass man bei diesem Einnahmen von über 150 Millionen Dollar ist doch eigentlich die meisten Spenden sind in 15 Dollar im Durchschnitt, die meisten sogar unter 10 Dollar. Also es ist sehr heterogen finanziert, die sind nicht abhängig von irgendwelchen großen Werbebetreibern oder sonstigen Geldquellen. Dieses Ökosystem eben ist die Voraussetzung, dass etwas digital nachhaltig ist. Und jetzt eben wichtig, eben, dass das Ganze noch irgendeinen sinnvollen Zweck hat. Eben nicht nur einfach eine Kryptowährung, die letztlich dazu dient, irgendwelche Leute reicher zu machen, sondern eben einen sinnvollen Zweck erfüllt. Und hier gibt es verschiedenste Beispiele im Bereich Open Data, wo beispielsweise mehr Transparenz im ganzen Entwicklungszusammenarbeit geschafft wird. Es gibt einen IATI-Standard, der mehr Transparenz in die Hilfsgelderwelt bringt, was vorteilhaft für die Geber und für die Nehmerländer ist. Oder ganz konkret, morgen auch an der Bits und Bäume-Konferenz vorgestellt, das Beispiel von nachhaltiger Software.
Da hat die KDE-Community den Ocular PDF Reader mit dem blauen Engel zertifizieren lassen, weil sie eben gezeigt haben, dass, dass der ökologische Fußabdruck der Software optimiert wurde. Also das sind dann eben so Beispiele, wo Dinge wie Open Source oder Open Data zusammenfließen in Richtung auch ökologische und soziale Nachhaltigkeit, was eben aus meiner Sicht der Idealfall ist, wenn man diese beiden Seiten der Münzen berücksichtigt. Ja, soviel mal zu diesem Thema. Ich schließe ab, damit wir noch ein paar Minuten haben für Fragen. Einfach nur zum Schluss noch die politischen Beispiele aus der Schweiz. Also eben, wir sind schon länger an dem Thema dran. 2009 haben wir begonnen, mal eben mit Dingen wie eben so öffentliche Beschaffung, Beschwerde eingereicht beim Bundesgericht, größter Rückschlag eben, dass wir da vor Bundesgericht verloren haben innerhalb dieser digitalen Nachhaltigkeit. Ja, gibt es große Widerstände, lange Zeit, haben auf Granit gebissen. Vorteil war, wir haben schon relativ früh begonnen, politisches Lobbying zu betreiben. Da ich selber in Bern wohne, konnte ich da ab und zu ins Bundeshaus gehen und versuchen, die Leute zu überzeugen von diesen Digitalthemen. Das hat dazu geführt, dass wir unterdessen eben verschiedenste Anlässe und Vorstöße machen konnten, wo wir entsprechend parteiübergreifend auch breit abgestützt sind, was das Lobbying für digitale Nachhaltigkeit angeht. Das ist in der Schweiz halt auch ein bisschen alles etwas kleinräumiger als im großen Deutschland und Berlin. Aber nichtsdestotrotz, die Mechanismen, man muss die Leute dennoch überzeugen. Und so setzen wir uns ein, eben von der Paradigi-Gruppe schon seit 13 Jahren für diese Open-Themen, für diese Open-Elementen. Und da, wo wir vor 13 Jahren noch die Exoten waren, ist unterdessen schon fast Mainstream. Auch etwas Finanzierung braucht es, da helfen uns verschiedene Open-Source-Firmen und Trägerorganisationen, dass dieser Verein, den wir jetzt sind, langfristig funktioniert. Und so eines der Highlights, die wir jetzt eben aus politischer Lobbying-Sicht erreicht haben, ist wirklich ein neues Gesetz, das gerade jetzt aktuell ist, das sogenannte EMBAG-Gesetz, das ist ein E-Government-Gesetz, das sagt, Open-Source-Software und Open-Government-Data soll by default offen sein. Und da hat gerade letzte Woche der Nationalrat, die große Kammer der Schweiz, sehr positiv darüber abgestimmt und eben sogar noch die Freigabe von Open Source entsprechend verbessert. Und jetzt sind wir dran, dass wir da noch ein bisschen noch mehr die Details lobbyieren können, wenn das Gesetz dann hoffentlich gegen Ende Jahr dann noch verabschiedet wird, dass das dann ein Gesetz für die digitale Nachhaltigkeit gibt. So viel für den Moment. Jetzt, wie gesagt, hoffentlich haben wir noch Zeit, wenige Minuten oder ganz wenig. Dankeschön. Vielen lieben Dank erstmal für die Einblicke. Mhm. Haben irgendwer eine ganz kurze Frage, weil dann haben Sie jetzt die Erlaubnis, ganz schnell diese kurze Frage zu stellen. 2 Minuten haben wir. Ich habe eine kleine Frage, wenn ich darf, und zwar, könnte sowas in Deutschland gelingen? Also nicht nur aus Ihrer Perspektive, vielleicht auch aus Ihrer Perspektive, oder was wäre da die Herausforderungen? Ja, also ich denke eben, das ist letztlich auch ein bisschen eine Frage des Bezeichnens. Also in Deutschland ist ja sehr das Thema digitale Souveränität momentan sichtbar mit Aktivitäten der Open Source Business Alliance oder ich war vorgestern noch in Erfurt an der Bitkom Open Source Forum. Ich glaube, in Deutschland passiert auch einiges. Und, in Wikimedia macht die ÖG-Kampagne, die öffentliche Gelder, öffentliche Güter. Da, von dem her, denke ich, sind sie auch in Deutschland sehr gut unterwegs. Aber es ist natürlich immer relativ. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Von dem her, da kann man sich natürlich noch streiten. Nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Deswegen stellt sich mir die Frage, haben Sie klare Ideen, welche Allianzen wir da bilden können, dass wir sozusagen nicht nur aus der Digitalisierung oder nachhaltigen Digitalisierungsbewegung heraus immer wieder darauf hinweisen, dass wir Partizipation brauchen, dass wir partizipative Entwicklung brauchen, dass wir partizipatives Anforderungsmanagement brauchen. Welche Allianzen können wir eingehen mit anderen wichtigen Playern, dass wir das Thema einfach insgesamt schneller vorantreiben und die Transformation schneller vorantreiben können? Danke.
Ja, schwierige Frage, so in den letzten 30 Sekunden. Also was ich sehr spannend finde, sind solche Anlässe wie diese Bits und Bäumen-Konferenz, weil am Ende des Tages geht es viel über Kontakte. Institutionell betrachtet, denke ich, ist es sinnvoll, wenn man versucht, sich bestehenden Initiativen anzuschließen, anstelle etwas Neues. Also in der Schweiz haben wir ein ganz schlechtes Beispiel, eben gründet jeder mal einen Verein, wenn er gerade nicht 150% einverstanden ist. Manchmal braucht es ein bisschen Kompromisse. Ja, das ist so in der Kürze.